Ja, Tag Deutschner, Paschen nach Rüblet. Wir sind wieder da auf unserem lustigen, naja, Kasimis-Kartoffelhof. Und wie wir sehen hier, wir haben unseren kleinen Freund Pavel auch schon wieder dabei. Wir haben einen schweren Waldbrand erlebt, Brand erlebt bei uns in unserem alten asbestverseuchten Eternitplattendach. Wir haben es aber ganz gut hinbekommen, wir haben es gelöscht und jetzt im zweiten Teil wollen wir mal schauen, was jetzt hier los ist. Ganz wichtig für einen richtig funktionierenden Bauernhof im Kalten Krieg ist natürlich ein Klo. Ja, da brauchen wir Planken. Achso, die werden wahrscheinlich dann hier rumfliegen. Zack, 15. Haben wir dann nochmal? Schlepp mal ran da den ganzen Kanister Planken. Und ja, wir schrauben uns fröhlich ein Situs together. Das ist ja schon mal. Also, schon mal nicht schlecht. Also so von der Überlegung, also das Spiel, ich will ja auch nicht sagen, dass das Kacke ist. Im wahrsten Sinne des Wortes ist das Klo. Aber das Spiel selber, das macht eigentlich Spaß. Na, also ich sag mal, für alle, die so ein bisschen, ja, ich sag mal so Farming und alles Mögliche so mögen, da ist das eigentlich richtig gut. Also es macht Spaß. Es ist nicht einfach so eine Platte hin und fertig. Da ist das natürlich dann gut. Oh, hier gibt es auch gleich eine Zeitung dazu. Hier Klopapier da auch schon drin. Alles optimal. Gut. Repair Damaged Buildings. So, das heißt, dann müssen wir jetzt unser altes Eternithaus hier reparieren. Das muss ja auch gemacht werden. Ja, das ist alles Teile. Hier so ein paar Bretterchen. Plankenbauer wieder. Gibt es hier noch welche? Nee. Oh, die Blumen wachsen hier auch schon. Das Getreide, das wir im ersten Teil angebaut haben, von der Spannung. Achso, und wir müssen mal wieder einen Schluck trinken. Was haben wir denn da? Bottle of Water. Ist das eine Butterstulle? Und ein Apfel, komm, hauen wir so einen Apfel noch in den Kadaver. Gut, ich möchte noch ansprechen, also ich würde auch, wenn es dann danach geht, auch im Stil, wo jetzt richtig, ich sag mal, ein Dialog drin herrscht, will ich natürlich jetzt nicht zwischenbabbeln. Aber ich denke mal, in einem Spiel, wo der Typ so eine Fantasiesprache, also diese Sims-Sprache benutzt, kann man das mal vielleicht machen. Also dann denke ich mal, das ist okay. Worum geht es denn eigentlich im Spiel? Also hier geht es um Kasimir, das ist so irgendwie so ein versoffener Bauer, so ein völlig der Assi, der da hier so ein, ja, also einen Hof bewirtschaftet. Also man soll dann hier anbauen, ernten. Ich gehe mal davon aus, dass es nachher auch verkaufen gibt und so weiter. Und ja, oder auch einkaufen. Also es macht Spaß. Also ich habe das jetzt angespielt gehabt im ersten Teil und vorher auch schon mal ausprobiert. Und das bringt wirklich Laune. Also da haben die Entwickler wirklich einen Hut ab für verdient. Solltet ihr auch unterstützen. Wenn es dann rauskommt und dann nicht über 15 Euro kostet, dann kaufe ich es mir auch. Also immer mehr würde ich davon auch nicht ausgeben. Aber wir schauen erstmal. Gut, jetzt hauen wir uns erstmal noch ein paar Planken an der Hütte. Da geht das hier richtig ab. Zack. Da hat aber auch richtig was in dem Brand uns das gekostet, hier die Hütte. Guck mal, das ist also übelsten Sorte. Hallo Kuh. Das ist Kalle die Kuh. So, dann haben wir hier nochmal ein paar Planken. Nehmen wir uns gleich mal wieder mit. So, 35, mehr kann er eh nicht schleppen. Ja, das sieht ganz gut aus. Und dann hier fürs Dach muss ich dann da eigentlich auch Holz nehmen oder muss ich das mit Eternit machen? Ich gehe aber davon aus, dass man das wahrscheinlich dann wirklich damit macht. Also nehmen wir erstmal die Leiter mit. Aufgenommen den Spaß. Zack, ran damit. Und wir klettern auf den alten Schober.
Ja, siehst du, ich habe es mir gedacht, das brauchen wir Eternit. Kinder, Finger weg vom Eternit. Das ist ein alter weiser Spruch. Das ist gefährlich. Hallo? Was ist denn das hier? Das ist Eternit. Ich brauche Eternitplatten. Oder noch welche anderen noch hier rumliegen? Da liegt noch Eternitplatte. Dann probieren wir erstmal das. Ja, hier haben wir Eternit. Blablabla. Ich brauche unbedingt Wodka. Gib mir Wodka. Ich muss dringend Wodka. Kriegst du jetzt keinen Wodka, Kasimir? Wer auf dem Dach klettert, kriegt keinen Wodka. Ganz einfach. Kannst danach können wir dich besaufen. Machen wir gerne. Haben wir schon miterlebt hier den besoffenen Fahrradfahrer-Simulator. 2021 haben wir ja auch dabei. Auf jeden Fall bockt das echt schon gut. Hey Kalle, alles gut? Ach, so. Rauf mit den schweren Platten hier. Also wer schon mal eine Eternitplatte getragen hat, der weiß, was die wiegen. Hallo? I'm hungry like a wolf. Ja gut, dann kriegst du halt einen Apfel und du kriegst eine Butterstulle und du kriegst ein Trinken. Oh, ich habe noch ganz viele Bretter, wollte ich gerade schon sagen, hier. Planken. Die werden wir noch mal kurz einmal abladen. Man haben wir herausgefunden, man kann sie droppen. Zack. Drop, drop, drop. Drop. Guck mal, stapelt auch schön, das ist gut. Also Discard kann man auch machen, ne? Also das können wir vielleicht noch mit so einem Knopf irgendwie ein bisschen vereinfachen. Also muss die rechte Maustaste, linke Maustaste das Spiel machen. Das brauchst ja. Guck mal, die Sonne geht schon unter. Also das zieht sich ganz schön hin. Das Entladen von Planken. Man soll davon auch ausgehen, das ist ja auch Gewicht, ne? Und das finde ich gut, das Gewicht verlangsamt einen auch so ein bisschen. Hallo? Da haben die hier tatsächlich die. Alter, das ist jetzt nicht wahr, oder? Lol. Das ist natürlich uncool. Take Ladder. So. Die Leiter war umgefallen. Und. Hallo? Die Leiter war umgefallen. Und danach konnte man nur kopfüber hochklettern. Ist natürlich auch lustig, aber nicht allzu cool. So, dann hauen wir hier erstmal ein paar Platten auf die Kiste. Zack, runtergehupft. Kniescheibe ist durch. Und wir holen uns nochmal einen kleinen Schwung voll. Fröhliche Platten. Zwei mehr, so. Man will ja auch was schaffen. Und wie man auf dem Land so vor sich her kennt, ist es auch so, dass ein Betrieb auch weitergeführt oder weiterläuft, wenn auch schon die Sonne ein bisschen untergeht. Da ist das normal. Da wird gearbeitet bis zum Erbrechen. Nein! Was war das denn? Auf jeden Fall haben wir jetzt das soweit repariert. Ist denn das Haus hier im Tutt? Das müssen wir rausfinden. Also. Abrababa. Also die Frage ist ja wirklich von. Woran erkenne ich denn jetzt noch das, was kaputt ist oder nicht? Gott, da geht auch nicht zu. Also das sieht mir schon mal heile aus. Knirsch. Wegwerfsimulator. Also nicht auf Discard drücken, dann gehen sie halt nämlich weg. Ne? Wegschmeißen wollen wir ja nichts. So, jetzt haben wir noch ein paar Bretter in der Hosentasche. Und springen kann man hier auch nicht. Das ist natürlich schade. Weil wir wissen ja alle, dass ab und zu muss man halt mal springen können in manchen Bereichen des Lebens. Ja, toll. Und nun?
hier noch was Kaputtes? Ach, hier. So, jetzt hat er die Quest beendet. Komm mal mit, fährt ab in der Hütte hier. Oh, was war das? Ach, alles kommt zu Ende. Aber wir wollen ja continue playing. Ja. Das ist eigentlich so ein Demo-Ding gewesen. Jetzt soll man wahrscheinlich dann halt auch gucken, dass man das Spiel dann auch kauft. Und also unterstützt ruhig den Hersteller oder den Programmierer. Es macht wirklich Spaß, so vom Anfang an. Und ich denke mal, das hat wirklich Potenzial, dass das nochmal richtig spaßig wird. Also sprich, wir müssen eigentlich so einen alten gammeligen Hof aufrüsten oder aufbauen. Und ich gehe mal davon aus, da kommt noch richtig Content rein. Also wenn man sich guckt mit den vielen Slots in dem Inventar, gehe ich davon aus, dass das wirklich nachher auch schon spannend wird, was er da bringen wird. Ja, dann schaltet mal gerne auch nächstes Mal rein, wenn es dann wieder heißt, ja, We Do Anything, keine Ahnung, was wir als nächstes machen. Schaut mal gerne auch bei mir in der anderen Playlist rein, also habt da noch ein bisschen anderen Content noch mit drin und würde mich freuen, wenn ihr mich öfters besucht. Ja, dann sage ich auf jeden Fall in dem Sinne Horridor mit O und somit O. Bedanke mich fürs Zuschauen, auch dass ihr ja, die Treue haltet und ja, dann sehen wir mal, was das nächste Spielsystem mit sich bringt. Also, bis dann. Tschüss.